So, hallo, das wird mein 16. Video über Applications aus dem App Store und das wird mein erstes sein, bei dem es nicht nur kostenlose sind, sondern diesmal habe ich auch zwei dabei, die bezahlt werden müssen. Das erste ist Beer Goggles. Das habe ich noch kostenlos gekriegt. Im Moment kostet das 79 Cent. Und bei dem Spiel wird halt getestet, wie besoffen man ist. Wenn man hier auf Check Your Person geht, dann werden drei Frauen eingeblendet und die muss man am Ende bewerten mit einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste, 1 ist das Schlechteste und daraus wird dann gewertet, wie betrunken man ist. Naja, ich mach das mal. Die erste kriegt von mir 8 Punkte, die zweite kriegt 9 und die kriegt 3. Und dann ist meine Punkte sind jetzt 9 und mit dieser würde ich sozusagen den Tresen dann wieder die Bar verlassen. Mit einem Klick hier auf Back to the Bar geht's dann wieder los. Eins, zwei, 10. Und wieder 9 Punkte. Und so geht das halt immer weiter. Man muss die Frauen immer bewerten. Und es ist halt lustig, wenn man das mit seinen Freunden macht und irgendjemand dann da so eine nicht ganz so schöne abkriegt. Also, das ist schon relativ lustig. Für 79 Cent gibt es das im App Store. Das nächste ist, was ich euch zeigen will, ist Electronic Gravitron. Hier sieht man schon, das ist, so, ist sozusagen die Anleitung. Da müssen die blauen Kugeln müssen immer in den abgetrennten Bereich hier hinein. So, jetzt müssen die hier in die Mitte. Und das versuche ich jetzt mal. Man kann, das zeige ich, man braucht da eine ziemlich ruhige Hand für. So. Man kann mit seinem Finger diese Kugeln sozusagen wegstoßen. Hier sieht man es, dann bilden sich so um den Finger, bilden sich dann solche, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Elektronen. Und die müssen jetzt halt hier wieder rein. So, jetzt mal in die Ecke. Und hier hin. Und die drehen sich halt um diese roten Teile hier rum. Das ist relativ schwer. So, das habe ich jetzt aber auch wieder geschafft. Und so geht das halt von Level zu Level. Ist relativ unterhaltsam. Ich weiß nicht ganz, wie viele Level es hat. Ich habe das auch kostenlos gekriegt. Im Moment kostet das 79 Cent im App Store. Und ist auf jeden Fall ein netter Zeitvertreib. Man braucht halt eine relativ ruhige Hand. Hier oben wird dann noch eingeblendet einmal die Zeit, die hier läuft. Und hier die Zeit, die man schon mal gebraucht hat. Ich kann auch ein Level überspringen. Hier unten mit Skip Level. Und dann einfach weitergehen. Das ist Electrogravitron und das kostet 79 Cent im App Store. Das letzte, was ich euch zeigen will, ist iCopter Classic. Und das ist frei, also das ist kostenlos. Ich gehe hier mal auf New Game. Und hier ist man so ein Helikopter und man steuert den, indem man auf den Bildschirm tippt, dann geht er nach oben und wenn man halt nicht drückt, sinkt er wieder ab. Man darf halt hier wirklich überhaupt nichts berühren, sonst hat man direkt wieder verloren. Und das Doofe ist, dass man sich oft mit seinem Finger hier die Sicht versperrt, aber das geht wohl. Man kann hier hinten in den oder hier in den Optionen kann man auch noch die Geschwindigkeit einstellen. Ich habe hier eine relativ langsame. Dann noch die Gravitation und die Hintergrundgrafik. Ich kann die jetzt hier mal pink machen. Safe. Jetzt haben wir hier das alles in pink. Double Tap nochmal zum Menü. Und wie gesagt, ich bin da nicht wirklich gut drin, aber ist mal lustig, so ein kleiner Zeitvertreib zwischendurch.
Man braucht da auch keine ruhige Hand für oder so wie bei Elektrograviton. Also ist ganz lustig, ist kostenlos. Die anderen beiden kosten 79 Cent und Biergoggles würde ich empfehlen. Elektrograviton, naja, muss man sehen, ist nicht so überragend das Spiel, aber wem es gefällt, der kann es ja mal ausprobieren.